Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um nicht komplexe Zahlen, aber die werden wir als Beispiel benutzen, denn dafür ist es wirklich super geeignet. Und zwar, wir wollen heute lernen, wie man Operatoren überschreibt. Das heißt, ich habe euch ja mal gezeigt, plus, minus, mal, geteilt, modulo, vielleicht noch ein logisches und so weiter und so fort. All das sind logische Operatoren und die kann ich tatsächlich überschreiben für meine eigenen Datentypen, das heißt für meine eigenen Klassen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Klasse aus komplexen Zahlen. Komplexe Zahlen haben einen Realteil und einen Imaginärteil. I ist dann wiederum die Wurzel aus minus 1, also im Endeffekt ist diese komplexe Zahl hier genau real plus I mal imaginär. Was so viel bedeutet wie hier dieses I ist die Wurzel, also das mathematische I, die Wurzel aus minus 1. Wobei wir ja wissen, wenn man nur real rechnet, dann existiert dieses Wurzel aus minus 1 ja nicht mal. Und deswegen braucht man dafür tatsächlich einen neuen Datentyp, was eben diese imaginären Zahlen sind, beziehungsweise die komplexen Zahlen. Und ja, mit denen kann ich auch ganz normal mathematisch rechnen. Ihr seht es hier, wenn ich zwei von diesen komplexen Zahlen habe, dann hätte ich zum Beispiel hier Realteil plus Realteil plus Imaginärteil mal I insgesamt dann. Und ja, das kann ich auch tatsächlich hier programmieren. Also im Endeffekt geht es darum, wie ihr solche Operatoren überschreiben könnt. Normalerweise gibt euch dann die Programmiersprache wirklich hier ihre eigene Möglichkeit mit, wie ihr so einen Operator überladen könnt. Und das wäre in den meisten Sprachen irgendwie sowas wie, also das Ergebnis so einer Sprache, so eines Operators ist ja wieder ein Typ von diesem Typ hier. Das heißt, wir haben hier als Rückgabetyp wieder ein Komplex. Ups. Logischerweise dann, weil wenn wir zwei komplexe Zahlen addieren, kommt auch wieder eine komplexe Zahl bei raus. Das heißt, wir wollen einen Komplex zurückgeben und dann sagen wir hier Function. So, und jetzt kommt das Spezialwort Operator normalerweise oder in Python zum Beispiel Bodenstrich sind die speziellen speziellen Dinge. Aber meist verwendet man irgendwie Operator, dann Plus und das ist einfach eine ganz normale Funktion dann am Ende. Achtet darauf, dass es keine normale Funktion. Meistens, also in den meisten Sprachen, ist das Ding hier auch wirklich static. Das heißt, wir haben hier nicht eine normale Funktion, sondern eine static Function. Warum ist irgendwie ein bisschen bescheuert, aber das ist intern leider tatsächlich oftmals so, dass man das braucht. Aber dann sagt man hier Komplex A und Komplex B. So, das heißt, ich habe jetzt hier im Endeffekt zwei komplexe Zahlen als Parameter. Was wäre anders, wenn ich hier static weglassen würde? Naja, dann würde ich sagen, wenn ich es aufrufe, würde ich sagen A. plus und dann hier B reinstecken. Im Endeffekt würde dann hier der Parameter durch ein this ersetzt werden und man hätte kein static mehr davor. Deswegen, ich verstehe immer noch nicht unbedingt, warum diese Dinger hier immer static sein müssen. Ob wir jetzt hier ein this mitgeben, impliziten Parameter, oder ob wir hier tatsächlich zweimal explizit diese beiden Zahlen hier angeben, ist für mich irgendwie schleierhaft oder kommt auf selber raus. Ich weiß nicht, warum man hier static verwendet, aber ist in den meisten Sprachen tatsächlich so, dass diese Operatoren static sind und deswegen muss man sie tatsächlich so benutzen mit zwei Parametern. Das bedeutet, ich habe einmal ein A, eben die erste Zahl, und dann die zweite Zahl. Und was ich hier zurückgeben will, ist natürlich ein Return New Complex. Und nehmen wir jetzt mal an, ich habe für diese beiden Dinger hier meinen Standard-Konstruktor erstellt. Das bedeutet, ich habe einfach A.real plus B.real und als zweiten Parameter den Imaginärteil, also A.imaginär plus B.imaginär. So, imaginär. Ich denke gerade an Mangos, ich habe irgendwie Hunger. Okay, was ich jetzt im Endeffekt hier habe, ist, ich addiere den Realteil, ich addiere den Imaginärteil und zurück kommt wieder eine komplexe Zahl, die bestehend aus Realteil und Imaginärteil eben wieder komplex ist, wenn man sich hier dieses I davor denkt. Ja, und das wäre so das Standardbeispiel für Operator Overloading. Klar, das kann ich nicht nur mit Plus machen, das kann ich auch mit Mal machen, mitgeteilt, mit Minus natürlich auch, und so weiter und so fort. Auch mit den binären Dingern, aber muss ich natürlich immer überlegen, macht das Sinn in meinem Fall oder macht das keinen Sinn? Also kann ich überhaupt irgendwie ein sinnvolles Addieren angeben? Ich meine, in meinem in einem Fall wie komplexe Zahlen ist das natürlich easy, aber in einem Fall von Schule oder Kind oder sowas, wie kann ich zwei Kinder addieren? Das ist halt, naja,
Muss man ein bisschen kreativ werden oder man lässt es einfach bleiben und lebt damit, dass man hier eben kein Plus benutzen kann. Was ich jetzt auf jeden Fall machen kann, ist, sagen wir mal, ich habe hier, ups, komplex A, einfach mal irgendwelche komplexen Zahlen erstellt und komplex B ist gleich auch irgendwelche Zahlen erstellt. Dann kann ich einfach hergehen und tatsächlich mir ein komplex C erstellen, was dann A plus B ist. Also ich brauche wirklich nicht irgendwie eine Funktion aufrufen, sondern ich kann wirklich den Operator benutzen und das wäre in dem Fall das Plus, weil ich das hier eben so angegeben habe. Das heißt, das wäre tatsächlich dieses A hier, also die vordere Zahl von dem Operator ist einfach immer die erste Zahl in der Funktion drin und bei dem B haben wir hier eben tatsächlich die zweite Zahl, also komplex B. Wenn ich jetzt hier aber ganz verwirrenderweise B plus A machen würde, Achtung, dann haben wir hier nicht wieder irgendwie B hier hinten, sondern dann ist eben B jetzt hier dieses A. In manchen Fällen wird es wichtig und A ist eben dieses B hier hinten. Also immer, es ist wichtig, wie die Reihenfolge ist, nicht wie die Parameter hier heißen. Das ist extrem wichtig zu verstehen, aber ich glaube, das habt ihr eigentlich normalerweise, wenn ihr so weit gekommen seid, schon lange verstanden. Okay, das war's wieder mal von meiner Seite. Nicht ganz so schwer heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.